Showdown in der Ringer-Bundesliga zwischen den Gladiatoren des AC Wals und den Mannen des KSK Klaus. In der mit 1200 Besuchern ausverkauften Walser Feldhalle beginnt für den AC Wals der zweite Teil der Mission 51. Gleich im ersten Kampf besiegt der 26-fache Staatsmeister Helmut Mühlbacher Pascal Linz mit 12:0 Punkten. Und es geht Schlag auf Schlag. In der Klasse bis 130 Kilogramm griechisch-römisch kämpft der Walser Top-Nachwuchsringer Markus Rackinger gegen Kaderringer Dominik Peter. Mit schönen Hüftangriffen und Schulterwürfen ist Rackinger überlegen und am heutigen Tag eine Klasse für sich. Nach 2 Minuten und 37 Sekunden beendet Rackinger den Kampf mit 14:2 Punkten. Der AC Wals entscheidet auch die nächsten drei Kämpfe für sich, ehe im letzten Kampf griechisch-römisch Christoph Burger auf Simon Hartmann trifft. Trotz seines Grundwehrdienstes ist Burger in Höchstform. Hartmann chancenlos. Burger gewinnt mit 12:0 Punkten und bleibt in der laufenden Saison ungeschlagen. Nach 7 Kämpfen steht es 31:1 für den AC Wals. Im Freistil ein unverändertes Bild. Wals gewinnt 4 von 5 Kämpfen, ehe Amikan Visalimov in der Klasse bis 88 Kilogramm auf den Ungarn Peter Nautsch trifft. Ein internationaler Spitzenkampf. Visalimov gewinnt nach 2 Minuten 32 mit Schultersieg. Der AC Wals ist schon vor dem letzten Kampf neuer österreichischer Mannschaftsmeister im Ringen. Die Jungs waren sensationell. Also das Grundstein haben wir schon gelegt, letzte Woche im ersten Finale. Da ist natürlich alles aufgegangen und super gerungen. Und wir haben schon gewusst, normal darf die Woche nichts mehr anbrennen, aber sie haben wieder eine super Leistung gezeigt. Wer nun glaubt, dass der letzte Kampf nur noch reine Formsache ist, der irrt. Denn Simon Machl hat Größeres vor. Es gelingt ihm das Husarenstück, das vor ihm noch keinem österreichischen Ringer gelungen ist. Er beendet die Saison nicht nur ungeschlagen, er gewinnt auch alle seine Kämpfe zu Null. Der AC Wals entthront den KSK Klaus in beeindruckender Manier und holt sich damit den 51. Titel in der Vereinsgeschichte. Sicher ist der 50. ist schon was ganz Besonderes gewesen. Das stimmt schon, aber man freut sich über jeden Titel, was dazukommt. Und man hat es eh gesehen, also es hat es nicht so ausgeschaut, wie wenn wir uns nicht gefreut hätten. Super Leistung von alle, geiles Team und der Siegeswille, dass wir wieder Meister werden. Ich glaube, dass wir heute mit der ganzen Mannschaft noch ein wenig in die Stadt schauen werden und da noch ein wenig feiern werden. Anders als im Vorjahr geht es beim Vizemeister heuer leise zu. Vor dem ersten Finalkampf, vor dem Heimkampf, da waren wir voll motiviert und waren eigentlich zuversichtlich, dass es dann spannende Kämpfe werden. Und da sind wir eigentlich dann im ersten Kampf sehr überrascht worden von der starken Mannschaft des AC Wals und es hat einfach nicht geklappt im ersten Kampf. Und mit diesem großen Rückstand ist natürlich schwierig, im zweiten Finalkampf noch einmal die Motivation aufzubringen. Auch Landeshauptmann Wilfried Haslauer hat den Sieg live miterlebt und ist stolz auf den AC Wals. Sehr stolz. 51. österreichischer Meistertitel. Das gibt es, glaube ich, überhaupt nirgends auf der ganzen Welt. Wals ist die Ringerhauptstadt Österreichs. Und das war faszinierend so zuzuschauen. Kraft, Beweglichkeit, Technik, Geschicklichkeit, starke Kondition. Und ja, das war ganz eindeutig. Also beeindruckend, sehr beeindruckend. Gratuliere herzlich. Auch wir gratulieren dem AC Wals zum 51. Meistertitel.